Hallo zusammen. Kann man mich schon hören? Ein kleiner Technikcheck für alle teilnehmenden Personen. Falls man mich hören kann, bitte gerne einmal in den Chat schreiben. Die Chat-Funktion findet ihr unten in der Leiste mit den vielen Symbolen. Lisa von der VGÖ meint schon ja. Ich hoffe, dass sie damit recht hat. Kann irgendjemand von den teilnehmenden Personen noch den Chat öffnen und kurz reinschreiben, ob Ja, man im mich schon Chat steht, verstehen dass alle kann? dich hören können. Bitte? Im Chat steht, dass alle dich hören können. Wirklich? Mir wird Ja, was da steht nicht. es von Karl steht Japp und ja, Okay, also mehrere Leute. dann ist, liegt Laura, das Johannes, Problem wohl Silvia. an meinem Chat. Warte. Nadine schreibt allerdings, Chat ist deaktiviert. Nicht, dass ich Okay. wüsste, Aber ein aber. paar Teilnehmer heben die Hand bei mir. Okay. Aber im F&A, also im Frage und Antwort, passiert einiges. Okay. Dann vielleicht würde da. Ah, das ist, stimmt, das ist F, ich dachte F und A und der Chat ist dasselbe, sind das zwei Nee, nee, Dinge. eben nicht. Das war eigentlich auch was, was ich da dann noch erwähnen wollte. Aber okay, es scheint also so, dass man uns hören kann. Das ist schon mal gut. Dann hoffe ich, dass auch Dr. Keller und Tim gleich da sind. Aber ich werde dann schon mal beginnen. Und zwar herzlich willkommen zum Online-Kickoff-Event zu unserer Studie. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Benjamin. Ich bin der Gründer von Watson. Und bevor es jetzt dann losgeht mit zuerst Nikos Präsentation, dann der Präsentation von Dr. Keller und dann einer kurzen Q&A-Runde, noch ein paar Worte von meiner Seite. Primär kurze Danksagung an diverse Personen, die involviert sind in ja, das ganze Projekt sozusagen. Und zwar genau vorweg, wie schon erwähnt, es wird jetzt nach meiner Ansprache hier eine kurze Präsentation von Nico folgen, dann eine von Dr. Markus Keller und danach gehen wir noch in eine Q&A-Runde. Dazu bitte eben das schon von vielen entdeckte F&A oder Q&A, ich bin mir nicht sicher, wie es bei euch angezeigt wird, Feld unten nutzen. Da könnt ihr Fragen reinstellen, gerne auch mit Ansprache, falls ihr die Frage an Nico richten wollt oder an Dr. Keller. Und wenn ihr eure Frage schon sehen solltet, dann könnt ihr gerne auch die Frage von anderen Personen liken sozusagen. Dann wird uns die ganz oben angezeigt und dann können wir die. Ja, dann sehen wir, dass die wichtig ist sozusagen, dass die von vielen Personen gefragt wird und dann können wir die direkt aufgreifen im Anschluss. Perfekt, genau. Von meiner Seite her an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön schon einmal an alle Personen vom IFPE, also vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung, die diese Studie ermöglichen und die es auch schon in der jüngeren Vergangenheit sozusagen einiges an organisatorischer Planungsarbeit in das ganze Projekt hineingesteckt haben. Außerdem auch noch ein großes Dankeschön an alle involvierten Personen von der VGÖ, also von der Veganen Gesellschaft Österreich, die heute hier die Technik zur Verfügung stellen, dass wir dieses Online-Event machen können. Und außerdem auch noch ein großer Dank von meiner Seite an ProVeg und Veganius, die bei der Kommunikation zur Studie geholfen haben und das hoffentlich auch noch in Zukunft machen werden, weil das Projekt ja auch noch einige Monate in Anspruch nehmen wird. Und zu guter Letzt noch, bevor ich das Wort an Nico übergebe, der dann eben mit seiner Präsentation startet, auch noch ein großes Dankeschön an Dr. Markus Keller und Nico Rittenau, die sich heute hier die Zeit nehmen, um kurz zu präsentieren und dann im Nachgang gemeinsam mit Tim, der ebenfalls vom IFPE, also vom Forschungsinstitut ist, hoffentlich möglichst alle Fragen beantworten und offene Punkte klären. Genau, das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch allen ja, also tolle Präsentationen und übergebe damit das Wort an dich, Nico. Dankeschön. Bin ich schon zu hören? Jetzt hast du das Mikro ausgeschaltet. Bin ich zu hören, Benny? Ist das aus? Beziehungsweise zu sehen? Nicht zu sehen, Ja, wahrscheinlich. also ich kann dich hören und jetzt auch sehen. Okay, großartig. Super. Dann gehe davon aus, dass alle anderen mich auch hören können und sehen können. Wenn nicht, dann
Bitte schreit das gerne ein. Ja, von meiner Seite aus auch herzlich willkommen und vielen Dank, dass sich noch so viele Leute jetzt am späteren Abend die Zeit genommen haben, um sich mit uns das Thema der Multivet-Studie anzugucken. Wir haben, je nachdem wie schnell ich spreche, jetzt ungefähr so gute 15 Minuten kurze Einführung von meiner Seite aus, wo ich folgende drei Fragen beantworte. Da geht gerade nichts weiter. So, folgende drei Fragen beantworte. Zum einen, damit wir alle auf demselben Stand sind und dann auch überleiten können in die anderen beiden Teile. Was verstehen wir überhaupt unter gesunder Ernährung? Das ist eine wichtige Basisfrage, damit wir eben dann die Frage Nummer 2 und 3 beantworten können, nämlich wie ist die Nährstoffversorgung bei veganer Kost und wie gesundheitsförderlich ist sie? Und Nummer 3, warum ist denn eine vegane Nahrungsergänzung und generell eine Nahrungsergänzung unter den aktuellen Bedingungen noch gut und sinnvoll? Und die ja, mehr zu der Studie selbst wird dann Dr. Markus Keller sagen, Benjamin vielleicht auch dann noch etwas zu den ganzen Rahmenbedingungen. Im Q&A besprechen wir dann noch detaillierte Fragen und von meiner Seite aus ein bisschen ein Intro vorab. Es gibt so ein paar Merksätze, die ich gerne noch zu Beginn mitgeben möchte, damit wir alle im selben Boot sind. Die sind auch wichtig für die gesamte Präsentation. Wir sprechen über das Thema Nahrungsergänzungsmittel und da müssen wir festhalten, dass die Natürlichkeit einer Sache, die ja oft im Kontext der Nahrungsergänzung genannt wird, beziehungsweise die fehlende Natürlichkeit als Kritikpunkt aufgeführt wird, aus gesundheitlicher, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht kein Argument für oder gegen etwas ist. Wir werden da später noch ein bisschen mehr im Detail darauf gehen. Das ist nur wichtig, dass wir das für den Moment festhalten, denn es hat keinen argumentativen Wert in sich. Unsere gesamte Lebensweise als Kulturwesen ist quasi ein Gegenentwurf zu dem Naturwesen, das viele Menschen gern sein wollen würden. Und abseits der Nahrungsergänzung und bei anderen Bereichen würde auch niemand sagen, warum ist es denn so wichtig, dass es eben unnatürlich ist, dass wir Technik und Medizin und weiteres haben. Die Frage bei der Nahrungsergänzung, und darauf kommen wir noch, ist es denn gesund oder ungesund? Ist es wichtig oder ist es unwichtig? Und unter welchen Voraussetzungen ist denn eine Nahrungsergänzung angebracht? Die Dosisfrage ist eine wichtige, gerade auch eben viele Leute auf der einen Seite haben Sorge, dass die Nahrungsergänzung vielleicht zu gering für sie dosiert wäre, andere haben Sorge, dass die Nahrungsergänzung zu hoch dosiert wäre, dass gewisse Stoffe gut und gewisse weniger gut wären. Wir besprechen das noch. Am Ende des Tages sind bei allen essentiellen Nährstoffen dieselben Fragen angebracht, nämlich vor allem, in welcher Dosis führen wir sie zu und die Dosis wird über die Wirkung entscheiden. Wir sprechen natürlich über gesunde Ernährung und aus Zeitgründen sprechen wir über nachhaltige Ernährung, aber einer der Hauptgründe neben der klassischen tierethischen Thematik ist ja die Ökologie, der ökologische Fußabdruck unserer Ernährung, warum Menschen sich pflanzenbetont oder überwiegend pflanzlich oder rein pflanzlich vegan ernähren. Die eine gesündeste oder die eine nachhaltigste Ernährung, die gibt es aber nicht, denn wir haben eine breite Lebensmittelauswahl, man kann sich in quasi jeder Ernährungsweise besser oder schlechter, gesund oder ungesund ernähren. Das heißt, wir klären jetzt gar nicht die Frage, was ist die eine gesündeste Ernährung, sondern was sind die wichtigsten Parameter für gesunde Ernährung und warum spielt zumindest unter den heutigen Rahmenbedingungen die Nahrungsergänzung zumindest für viele Ernährungsweisen noch so eine tragende Rolle. Wir sprechen über Nährstoffe natürlich und das ist wichtig, denn wir müssen nicht über Lebensmittel sprechen. Der Körper braucht, wie wir noch sehen werden, ein Set an essentiellen Nährstoffen, er braucht aber keine speziellen Lebensmittel. Und wir müssen also weniger die Frage stellen, brauchen wir jetzt Lebensmittel A, B und C, sondern wo kriegen wir denn zum Beispiel jene lebensnotwendigen Nährstoffe, die in tierischen Produkten sind, auch über pflanzliche Lebensmittel und an welchen Ecken und Enden könnte es denn knapp werden, sodass wir Nahrungsergänzungsmittel noch brauchen. Und der letzte Punkt, wir gehen einige komplexe Themen an und auf sehr viele komplexe Fragestellungen gibt es keine einfachen Antworten, die man mit einem Satz oder mit Ja oder Nein beantworten kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sehr stark differenziert, wenn man über all diese ernährungsphysiologischen oder anderweitig gearteten Fragestellungen spricht. Okay. Was ist gesunde Ernährung? Vorab die wichtigste Kernfrage, glaube ich, damit wir alle hier am selben Boot sind. Eine gesunde Ernährung, beziehungsweise wie die Daten der Global Burden of Disease Study mit den deutschen Daten zeigen, im Umkehrschluss eine ungesunde Ernährung, ist einer der größten Risikofaktoren für unsere Gesundheit. Oder wenn wir eben positiv framen, eine gesunde Ernährung ist einer der größten Schutzfaktoren für unsere Gesundheit, für unsere Langlebigkeit. Aber, und auch das sollten wir nicht vergessen, ist keine Wunderwaffe, sondern im Rahmen unserer genetischen Möglichkeiten, im Rahmen unserer Umweltbedingungen, ist das Risiko für gewisse Erkrankungen höher oder niedriger. Und mit unserer hoffentlich gesunden Ernährung können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten den gesundheitlichen
oder unsere Gesundheit bestmöglich verbessern, optimieren. Aber selbstverständlich ist es keine Wunderwaffe, wie manchmal auf den sozialen Medien genannt wird. Und der wichtigste Punkt ist, es geht gar nicht darum zu sagen, vegan ist gesund oder ungesund oder Paleo ist gesund oder ungesund oder Atkins, Ketogen oder welche andere Ernährungsweise auch immer, sondern wir müssen uns die Frage stellen, kann die jeweilige zu besprechende Ernährungsweise die essentiellen Nährstoffe decken? Und damit steht und fällt der gesundheitliche Wert primär der jeweiligen Ernährungsweise. Das heißt, ohne dass wir alle essentiellen, also lebensnotwendigen Nährstoffe kennen müssen, sollten wir trotzdem im Hinterkopf behalten, dass genau die den gesundheitlichen Wert ausmachen. Das heißt, die essentiellen Aminosäuren als Baustein der Proteine, die essentiellen Fettsäuren, die Vitamine, die Mineralstoffe. Wenn diese für den menschlichen Körper lebensnotwendigen Stoffe, also Stoffe, die er zum Überleben braucht, aber nicht selbst in ausreichender Menge produzieren kann und deswegen von außen zuführen muss, wenn die Ernährungsweise diese Stoffe in ausreichender Menge, nicht zu viel, nicht zu wenig liefert, dann stehen die Chancen gut, dass es sich um eine gesunde Ernährungsweise handelt. Und ob jetzt einer oder mehrere dieser Stoffe aus einem Nahrungsmittel oder aus einem Nahrungsergänzungsmittel kommt, ist für den Körper, wenn die Dosierung, die Qualität, die Verbindung und weiteres passt, nicht essentiell, nicht wichtig, sondern die wichtige Frage ist eben, können die Stoffe quantitativ und qualitativ optimal zugeführt werden? Und wir werden später noch sehen, dass eine zumindest indirekte Anreicherung durch das Tierfuttermittel oder durch andere Wege durchaus verbreitet ist. Das wird aber weniger offensichtlich für die meisten Menschen. Offensichtlich ist es dann, wenn wir in der veganen Ernährungsweise Mittel Kuh, Mittel Fisch und Mittel Schwein rausstreichen und direkt supplementieren. Und dann kommt eben oft die Frage auf, ist es denn natürlich? Nein, aber es ist egal. Ist es denn gut? Naja, wenn es gut gemacht wird, ja. Ist es denn notwendig? Ja, wie wir später noch sehen werden, zumindest gewisse Nährstoffe sind unter den aktuellen Rahmenbedingungen noch zwingend zu supplementieren. Auch hier besprechen wir, warum und was man vielleicht zukünftig daran ändern kann. Aber für den Moment, dass man es einmal gesehen hat, all die Vitamine, all die Mineralstoffe, all die Amino- und Fettsäuren, die man hier sieht, die sind essentiell, beziehungsweise jene in Klammern sind bedingt essentiell und über die sollte man sich Gedanken machen. Die allermeisten davon, die man hier in schwarz sieht, sind kein Problem. Die kriegt man in ausreichender Menge in quasi jeder pflanzlichen Ernährung. Jene in orange sind bedingt kritisch. Wenn man sich wirklich sehr schlecht ernährt, dann kann das kritisch werden. Und jene in rot können selbst bei guter Essensplanung, guter Speisenplanung potenziell kritisch sein. Deswegen sollte man gewisse Nährstoffe eben besonders gut kennen und gewisse Lebensmittel im Hinterkopf behalten, die jene Nährstoffe in besonders hoher Konzentration enthalten. Und manche davon wird man dann eben über Nahrungsergänzungsmittel zuführen, weil es im Moment der beste und einfachste Weg ist, die zu decken. Zukünftig ist das Ziel natürlich eine optimierte Lebensmittelproduktion bzw. eine Anreicherung. Auch über das sprechen wir. Der zweite wichtige Punkt im Thema der Nahrungsergänzung, über das wir auch sprechen werden, ist die Frage der Dosis. Und das ist wirklich wichtig, denn kein einziger Stoff ist Gift per se. Und die Dosis ist es immer, wie Paracelsus auch gesagt hat, die aus einem Gift ein Gift macht. Das heißt, all die essentiellen Stoffe, die für uns lebensnotwendig sind, wenn wir davon viel zu wenig haben, ist das Risiko hoch, wie wir hier sehen, die Risikokurve, nämlich das Risiko für einen Mangel, im schlimmsten Fall dann nicht mit dem Leben vereinbar. Je mehr wir von dem Stoff hin zur optimalen Bedarfsdeckung zuführen, desto geringer wird das Risiko. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann viel zu viel wieder zuführen, dann steigt das Risiko erneut und auch hier eine permanente langfristige Überversorgung, eine sehr starke Überversorgung, ist ebenfalls nicht, zumindest bei einigen Stoffen, mit dem Leben vereinbar. Das Schöne ist aber, wir sehen hier, der sichere Zufuhrbereich, der ist nicht ein Punkt, sondern das ist eine Spanne. Und wie wir auch noch sehen werden, ist in den meisten Fällen die Spanne groß genug, sodass wir nicht mit einem, soll man sagen, mit einer Nährwerttabelle einkaufen gehen müssen, um zu sehen, ob wir jetzt genau die richtige Menge an Stoff X oder Y bekommen oder penibel genau berechnen müssen, ob jetzt die Menge aus den Lebensmitteln gemeinsam mit zum Beispiel einem Multinährstoff zu einer Überversorgung führt, weil wir sind hier, wenn die Dosierung der Nährstoffe gut gewählt ist, immer im sicheren Zufuhrbereich. Im Zweifelsfall möchte man, weil der Körper auch nach oben hin etwas korrigieren kann, das heißt die Aufnahme von Stoffen etwas erhöhen oder senken kann, lieber im Zweifelsfall etwas zu gut als etwas zu schlecht versorgt sein, denn der Körper kann etwas besser die leichte Überversorgung kompensieren, indem er die Nährstoffaufnahme etwas hemmt, die Nährstoffaufnahme extrem erhöhen kann er in manchen Fällen auch, aber nicht so leicht wie die Nährstoffaufnahme zu reduzieren. Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt. Warum sprechen wir überhaupt über vegane Nahrungsergänzung und wie ist die Nährstoffversorgung bei veganer Ernährung? Es gibt mehrere Studien zu dem Thema. Zwei aus meiner Sicht sehr relevante, weil sie zum Beispiel bei der Schweizer Untersuchung auch Blutwerte genommen haben, ist die Untersuchung von Untersuchung von Schüppach und Kollegen aus der Schweiz aus 2017, aber auch Sobiecki 2016 ist für uns interessant. Wir sehen hier drei verschiedene Balken in drei Farben.
grün vegan, blau vegetarisch, rot mischköstlich. Farben haben jetzt keinen Wert wie eine Ampel, sondern es sind einfach drei Farben. Aber was für uns interessant ist, je höher der Balken in der jeweiligen Farbe ist, desto höher war der Anteil an Unterversorgungen in der jeweiligen Gruppe. Und wir sehen einmal zum einen, die vegane Ernährung ist nicht die einzige, die zumindest mehr oder weniger hochkonzentriert Nährstoffunterversorgungen in einigen Fällen haben kann. Zum anderen sehen wir aber, dass im Durchschnitt die Menge an hohen grünen Balken etwas höher ist und pflanzenbetonte Ernährungsweisen, zumindest wenn man keinen wirklichen Fokus auf die Nährstoffbedarfsdeckung legt, etwas schlechter abschneiden. Und der Grund hierfür ist einfach genannt, mit steigender Restriktion der Ernährungsweise, also mit steigender Exklusion von Lebensmitteln, bei der veganen Ernährung tierische Lebensmittel, mit steigender Restriktion der Nahrungsmittelauswahl steigt potenziell das Risiko für Unterversorgungen, einfach weil abseits der Ethik, abseits der Ökologie einige tierische Produkte sehr nährstoffverdicht sind und damit eine wichtige Rolle spielen könnten bei der Nährstoffversorgung, wenn man aus guten Gründen, aus Ethik, aus Ökologie, aber diese Produkte aus der Ernährung exkludiert, dann sollte man gewisse Lebensmittel kennen, die diese Nährstoffe auch dicht konzentriert liefern. Da ist die Lebensmittelindustrie zukünftig noch mehr gefragt, dass es diese Lebensmittel auch gut verfügbar gibt. Bis es soweit ist, kann aber eben eine Nahrungsergänzung durchaus gut und sinnvoll sein. Und das ist der Grund, warum wir unter anderem das Konzept für den veganen Multinährstoff kreiert haben, um eine Nährstoffbedarfsdeckung hier sehr leicht sicherzustellen, um all diese potenziell höheren Balken eben nicht zum Problem werden zu lassen. Grundsätzlich haben natürlich tierische Produkte kein Monopol auf Nährstoffe, aber es ist eben eine Frage der Verteilungsdichte. Sämtliche Mineralstoffe natürlich kommen ursprünglich aus dem Boden, werden über die Pflanze aufgenommen und dann entweder vom Pflanzenfresser, der dann vom Fleischfresser gefressen wird, oder man lässt eben das Mitteltier weg und holt sich die Nährstoffe aus den Pflanzen. Das kann wunderbar funktionieren. Mit ein paar wenigen Tricks ist die Bioverfügbarkeit von Mineralstoffen pflanzlicher Herkunft auch vergleichbar mit den Tieren. Aber wir haben eben oft im Pflanzenreich beispielsweise Thema Kalzium keine so dicht konzentrierte Quelle, wie man jetzt das in der Kuhmilch und noch mehr im Käse findet. Zumindest solange pflanzliche Käsealternativen nicht angereichert sind. Und das sollten sie sein. Natürlich kann man wahnsinnig viel Brennnessel essen, aber das machen die wenigsten regelmäßig. Es gibt tolle angereicherte Pflanzenmilchsorten, aber da sind wir eben im Thema der Anreicherung. Es gibt theoretisch einige sehr kalziumreiche Mineralwässer, aber auch zu denen hatten die da Zugriff. Und wenn wir gutes Leitungswasser haben, warum sollten wir Flaschenwasser holen? Also es gibt wie bei der Milch, aber auch bei anderen Lebensmitteln bzw. Nährstoffen einfach im Tierreich einige sehr dicht konzentrierte Quellen. Wenn wir die streichen, sollten wir eben gute äquivalente pflanzliche Herkunft haben. Das Ziel sollte es sein, dass pflanzlicher Käse die gleichen positiven Nähraspekte hat, also viel B2, viel Protein, viel Kalzium, wie es klassischer Käse hat. Das ist aktuell in allermeisten Fällen nicht der Fall. Das pflanzliche Fleisch sollte die gleichen Nährstoffprofile haben in Bezug auf die wünschenswerten Nährstoffe, wie es jetzt klassisches Fleisch hat. Auch davon sind wir aktuell noch sehr weit entfernt. Und weil eben all diese Quellen, Fisch für Omega-3 und Jod und Fleisch für Eisen und Zink und Milch für zum Beispiel Kalzium, in der veganen Ernährungsweise nicht in dem Maße gegeben sind und wie wir auch später noch sehen werden, durch die Lebensmittelverarbeitung die Nährstoffdichte der meisten Lebensmittel auch noch etwas sinkt, ist eben für die Überbrückung, bis die Lebensmittelindustrie nicht nur auf Geschmack und Haltbarkeit und Preis guckt, sondern eben auch auf Nährstoffdichte, bis dahin ist eine Nahrungsergänzung ein gut erforschter, sicherer und preiswerter Weg, das auszugleichen. Nicht nur bei den Mineralstoffen, auch bei den Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel ist es ein ähnlicher Fall. Wir haben natürlich in den meisten Fällen im Kopf, dass der Fisch das Omega-3 liefert. Menschen essen Lachs deswegen oder Fischölkapseln. Aber hier akkumuliert sich nur eine Fettsäure, die primär im Ursprung aus Mikroalgen wie das Chytrium kommt, aus Mikroalgen und marinen Pilzen. Aber weil eben dieses Mikroalgenöl nicht sehr weit verbreitet ist, um pflanzliche Fischalternativen beispielsweise anzureichern, ist eben aktuell die Empfehlung, solche Mikroalgenöle als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Zukünftig wird es aber hoffentlich so sein und daran arbeiten wir auch, dass eben die Lebensmittel jene Nährstoffe mitbringen, die wir haben wollen. Dann halten sich vegan lebende Menschen einfach an die offiziellen Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften, tauschen halt nur Fisch gegen veganen Fisch und Fleisch gegen veganes Fleisch ein und so weiter und können dann ohne großen Aufwand ihre Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen. Also grundsätzlich ist aktuell für den menschlichen Körper kein essentieller, also lebensnotwendiger Stoff bekannt, der ausschließlich über diese Tierprodukte kommt, aber zum Beispiel Klassiker B12 finden wir sie eben oft nicht dicht konzentriert in Pflanzen, weil mit speziellen Fermentationstechniken zu wenig gearbeitet wird, die B12 reinbringen.
weil Chlorella und andere Algen noch nicht gut genug erforscht sind und weil die Lebensmittelanreicherung mit B12 in zum Beispiel pflanzlichen Milchalternativen noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man das in den meisten Produkten findet. Und erneut bringt uns das einfach zu dem Thema zurück, dass ein Multinährstoff, das war auch der Grund, warum wir ihn kreiert haben, in den allermeisten Fällen die einfachste und preiswerteste Lösung ist. Das heißt, schon ein bisschen vorweggenommen, warum? Wir haben aber noch ein paar Folien zu dem Thema, um das noch etwas zu vertiefen, warum eine vegane Nahrungsergänzung im Moment eine sinnvolle Intervention ist. Das Ganze trifft mehr oder weniger auch auf andere Ernährungsweisen zu. Der Grund, warum es in der veganen Ernährungsweise besonders kritisch ist, ist eben, weil durch die Restriktion der Lebensmittelauswahl gewisse sehr nährstoffdichte Lebensmittel wegfallen. Tiere haben, wenn wir sie als Fleischlieferant ausbeuten, leider unter Anführungszeichen einen Vorteil, dass sie vor allem im Organfleisch relativ dicht einige Nährstoffe konzentrieren, aber auch im Muskelfleisch. Und wenn man aus guten ethischen, ökologischen Gründen diese Lebensmittel nicht zu sich nimmt, dann sollte man eben im Pflanzenreich gute Alternativen finden. Die Schwierigkeit ist aber, dass, wie schon gesagt, die Produktionsmethoden aktuell nicht auf maximale Nährstoffdichte ausgelegt sind. Zum einen, da haben wir auch noch eine Folie, wir haben mal eine andere Grundvoraussetzung, wie noch vor 150, 200 Jahren oder auch viele hundert oder tausende Jahre zuvor, nämlich wir haben einen deutlich weniger aktiven Lebensstil. Je nach Gewicht, je nach Bewegungshäufigkeit werden wir vielleicht 1800, 2000, 2200 Kilokalorien pro Tag als Bilanz haben, über die wir Lebensmittel und damit Nährstoffe zu uns nehmen können. Das ist deutlich weniger als zum Beispiel noch in der Altsteinzeit, als ungefähr 3000 Kilokalorien so der durchschnittliche Verbrauch war. Und auch noch vor 100, 150 Jahren, als Menschen mehr körperlich aktiv waren, hatten sie mehr Kalorien verbrannt, hatten also mehr Kalorienfenster sozusagen übrig, um ihren Mikronährstoffbedarf zu decken, weil mit den Kalorien ja auch die Mikronährstoffe kommen. Wenn wir jetzt weniger Kalorien zur Verfügung haben pro Tag, weil wir weniger verbrauchen, müssten wir ja sogar unproportional nährstoffreicher essen, um das zu kompensieren. In den meisten Fällen machen wir aber das Gegenteil und erneut kommen wir dazu zurück, bis die Nahrungsindustrie, bis die Lebensmittelindustrie hier kompensiert, ist eine Nahrungsergänzung und ein Multinährstoff ein sehr guter, einfacher Weg dafür zu kompensieren. Die Lebensmittelverarbeitung, auch hier haben wir dann noch eine Folie. Wir denken an die Produktion von Weißmehl aus Vollkorn, die Ölgewinnung aus vollwertigen Ölfrüchten. Hier gehen viele Nährstoffe verloren und was bleibt, ist meistens eine dicht konzentrierte entweder Stärke oder Ölquelle. Und das kann man machen, spricht absolut nichts dagegen, Weißmehle in moderater Menge, Öle in moderater Menge zu sich zu nehmen. Aber man muss an irgendeiner Stelle eben für den Nährstoffverlust kompensieren, der mit der Isolierung dieser Lebensmittel einhergeht. Die Veränderung in Düngung und in Pflanzenzüchtungen ist ein sehr beliebtes Vehikel, vor allem in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, um Angst zu schüren. Von wegen, man hört das ja oft, in unserer Nahrung ist gar nichts mehr drin, deswegen müssen wir alles supplementieren. Das ist natürlich sehr oft sehr überzeichnet und sollte so nicht vermittelt werden, aber es steckt trotzdem etwas Wahres drin, wenn wir uns angucken, wie durch den sogenannten Dilution-Effekt Pflanzenzüchtungen, die sehr viel ertragsreicher pro Flächeneinheit sind, sich dann weniger Nährstoffe pro Mengeneinheit oder pro Kalorieneinheit ansammeln. Und auf der anderen Seite, wir sehen, dass gewisse Düngungen auch, die den Ertrag steigern, auf der anderen Seite zu einer sozusagen Verdünnung der Nährstoffe führen und es daher tatsächlich schon vor der Verarbeitung der Fall ist, dass jene Kulturpflanzen, die wichtig für die Welternährung sind, weil sie viel ertragreicher sind, nicht dieselbe Nährstoffdichte aufweisen wie frühere Sorten dieser jeweiligen Pflanzen. Auch das könnte man wunderbar kompensieren, indem man die Züchtungen etwas verändert. Man muss da jetzt gar keine Gentechnik anwenden, also zumindest nicht das, was wir als gentechnisch verstehen, sondern man kann durch selektive Züchtung einfach für eine bessere Nährstoffakkumulierung in gewissen pflanzlichen Geweben züchten und könnte, wenn man einen Fokus darauf setzt, viel nährstoffreichere Pflanzen züchten, wenn man etwas Fokus drauf setzt. Bis dieser Fokus gesetzt ist, erneut kommen wir zurück zum Thema der Nahrungsergänzung. Und je nachdem, wo wir leben, haben wir vielleicht mehr oder weniger Glück, was die generelle Mineralisierung unserer Böden angeht. In der Dachregion, aber auch in ganz Europa generell, haben wir vor allem, wie wir später noch sehen werden, zwei Dinge, die den meisten einfallen. Zum einen die Jodversorgung, zum anderen die Selenversorgung. Wir haben bei der Jodversorgung schon seit sehr langer Zeit entdeckt, dass wir ohne eine Nahrungsergänzung über den Weg der Anreicherung des Salzes die Jodzufuhr nicht optimal erreichen können. Wir sehen das auch in manchen Teilen Europas beim Selen. Manche Länder wie Finnland zum Beispiel reichern ihre Böden mit Selen an, haben seitdem deutliche Verbesserungen in der Selenversorgung der Bevölkerung. Das heißt, wir haben das in der Vergangenheit immer schon wieder mal auch bei zumindest einzelnen Nährstoffen erlebt, dass wir Engpässe haben und haben die über eine gezielte Anreicherung gut ausgehebelt. Und es wird Zeit, dass wir diese Aushebelung gewisser potenziell kritischer Nährstoffe eben noch etwas breiter spielen. Hier ein bisschen vertiefend, hier sieht man rechts
eine Veröffentlichung von Eaton, wo in etwa hochgerechnet wurde, wie hoch der Energieverbrauch im Paläolithikum in etwa war. Da kam man auf Werte von etwa 3000 Kilokalorien. Und man sieht auf der linken Seite die Referenzwerte für Menschen je nach Geschlecht und Tätigkeitslevel, also wie viel oder wenig sie aktiv sind. Und wir sind hier irgendwo bei 1800, 2300, das ist ein Paarwert von 1,4, also das, was die meisten Menschen haben. Und natürlich, wenn man sehr, sehr aktiv ist, kann draufgehen bis über 3000, aber das sind die wenigsten Menschen. Und entsprechend müssen wir Wege finden, wie wir mit nährstoffreicheren, aber nicht so kalorienreichen Lebensmitteln unseren etwas geringeren, unseren geringeren Kalorienbedarf decken, gleichzeitig aber eben den Mikronährstoffbedarf decken, der sich nicht mit der Kalorienzufuhr, die jetzt ja weniger sein sollte, aufgrund der Inaktivität plötzlich verringert hätte, sondern die ist immer noch ähnlich. Plus gewisse chronische Erkrankungen führen sogar zum höheren Mikronährstoffbedarf. Wir haben das auch schon kurz angesprochen bezüglich der Verarbeitung von Lebensmitteln. Man sieht hier im Vergleich die Nährstoffdichte mit 100% vom Vollkornmehl. Das heißt, dass nicht das Vollkornmehl 100% des Bedarfs dieser Nährstoffe deckt, sondern nur, dass das, was hier mit 100 angegeben ist, eben die jeweilige Dichte im Vollkorngetreide an den einzelnen Nährstoffen ist. Was uns interessiert ist, wie sich sukzessive mit geringerem Ausmalungsgrad, also mit weniger Randschichten, die wir im Getreide belassen, die Mikronährstoffdichte abnimmt, die B-Vitamine sich verringern, die Mineralstoffe sich verringern und wir am Ende mit einem Lebensmittel dastehen, was einen ähnlichen kalorischen Gehalt immer noch hat, wie das Vollkorngetreide. Etwas geringer, weil auch etwas weniger Fett drin steckt, aber vergleichbar am Ende des Tages mit einem geringeren Ballaststoffgehalt, also geringeren Sättigungsgehalt und entsprechend viel geringerer Mikronährstoffdichte. Und in einigen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist es obligatorisch, dass dem Weißmehl und dann damit hergestellten Produkten wie Backwaren, zumindest einige der im Laufe der Raffinierung verloren gegangenen Nährstoffe wieder zugesetzt werden, sodass zum Beispiel Eisen dazukommt, um für die verlorene Eisenmenge durch die Raffinierung des Getreides zu kompensieren. Sowas finden wir aber zum Beispiel in der Dachregion noch nicht. Ob jetzt speziell das Eisen hier eine gute Idee ist oder nicht, sei dahingestellt, aber die Idee zu sagen, man fügt jene Nährstoffe, die im Laufe der Verarbeitung verloren gegangen sind, am Ende wieder zu, also diese Lebensmittelanreicherung, ist ein wichtiger Gedanke, den wir noch zu wenig spielen. Ein anderer wäre, einfach schon einmal die Mikronährstoffdichte durch Bodenmineralisierung so sehr zu erhöhen und auch durch Pflanzenzüchtungen so zu erhöhen, dass wir eine bessere Anreicherung in dem Lebensmittel schon vor der Verarbeitung haben. Und eine dritte Variante, das ist das, was wir aktuell zumindest kurz- und mittelfristig kompensatorisch machen sollten, bis die anderen zwei Varianten greifen, dass wir eben einfach über Nahrungsergänzungsmittel jene Nährstoffe ausgleichen. Hier sieht man zum Beispiel jetzt in Bezug auf Protein und gewisse Aminosäuren, wie sich im 80-Jahres-Vergleich anhand der ertragsreicheren Züchtungsformen die Dichte an hier Protein und Aminosäuren beim Mais reduziert hat. Wir sind jetzt hier bei keinen tragischen Veränderungen, sind im Bereich von ungefähr 5-15%, aber immerhin. Und wir sehen auch ähnliche Werte bei anderen Messungen, die Mikronährstoffe, also Mineralstoffe und Vitamine messen. Das sind jetzt alles keine Werte, wo man sagen würde, wie es einige Nahrungsergänzungsmittelhersteller machen, in den Lebensmitteln ist gar nichts mehr drin. Aber 10-15-20% sind ein Faktor von mehreren, neben der Raffinierung, neben dem geringeren Kalorienbedarf und so weiter, die dazu führen, dass wir kumulativ in den meisten Ernährungsweisen, wenn sie westlich geprägt sind, Schwierigkeiten haben, den Mikronährstoffbedarf zu decken. Und vor allem, wenn es sehr restriktive Ernährungsweisen sind, die große Mengen an Lebensmitteln exkludieren, dann verschärft sich die Thematik noch weiter. Hier Selen als gutes Beispiel, als Best-Practice-Beispiel, zumindest für Finnland. Außerhalb von Finnland hat das Ganze noch keinen Anklang gefunden, obwohl es gut und wichtig wäre. Wir sehen, dass schon seit 1984 in Finnland die Böden mit Selen angereichert werden. Seither hat sich die Selenzufuhr der Bevölkerung vervierfacht, die Plasma- bzw. Serumwerte verdoppelt und wir sehen keine auf der anderen Seite negativen Effekte, weil das ist ja auch, was viele Leute ansprechen. Es kann ja sein, dass man zum Beispiel durch die Anreicherung den Selenhaushalt verbessert, aber hat es vielleicht negative Effekte auf den Ertragsreichtum der Pflanze oder überschreitet man vielleicht sogar mit dieser Selenanreicherung dann die Upper Levels? Und wenn man das klug macht, und das sieht man anhand von Finnland, dann muss das nicht passieren und man kann die Vor- ohne die Nachteile haben. Ähnlich sieht es beim Jod aus. Wir sehen hier anhand der Karte, hier sieht man es nochmal bei Selen, die roten Gebiete sind jene Gebiete, die besonders arm an Selen sind. Und wir sehen, das betrifft einen durchaus relevanten Teil der Welt. Hier sieht man es bei Jod in Gelb. Und wir wissen, dass schon vor vielen tausend Jahren Jodmangelerkrankungen existierten, dass die damals mit Algen, die als jodreiche Lebensmittel fungieren, erfolgreich behandelt wurde. Und seit den 60er Jahren haben wir auch prophylaktisch als dietetisches
Lebensmittel Jodsalz, was einer besseren Vehikel ist, weil man es nicht so überdosieren kann, das Salz, weil es ja relativ intensiv ist, im Vergleich zu, wenn wir jetzt Jod in Brot oder so reingeben und nicht über den Weg des Salzes. Und obwohl eben schon seit den 60er Jahren Jodsalz in Deutschland erhältlich ist, weil in dieser Zeit schon klar war, in der Schweiz ist es schon Jahrzehnte vorher in den Laden gekommen, weil klar war, dass eben eine Unterversorgung Thema ist in weiten Teilen Deutschlands, hat es dann trotzdem noch ungefähr 20 Jahre gedauert, bis dann eine landesweite, breit angelegte Jodmangelprophylaxe durch Jodsalz durchgeführt wurde. Und wir argumentieren dafür, dass wir eben nicht diese 20 Jahre warten wollen, bis dann auch eine breitflächige Anreicherung der veganen Grundnahrungsmittel festgelegt wird, hoffentlich. Vielleicht sind es auch nur 10 Jahre, aber es werden auf jeden Fall noch ein paar Jahre sein. Und in dieser Übergangsfrist wollen wir klug supplementieren, um eben diese Engpässe auszugleichen. Seit 1995 wird das Futtermittel in der sogenannten Nutztierhaltung mit Jod angereichert. Das ist einer der Gründe, warum auch die Jodversorgung in der Mischkost gut ist, zumindest deutlich besser als in der veganen Ernährung. Und seit einigen Jahren wird auch die Säuglingsanfangsnahrung mit Jod angereichert. Das heißt, wir haben eine Anreicherung schon an vielen Stellen. Es wird halt auch noch notwendig, dass wir das in den veganen Milch- und Fischalternativen ebenfalls konsequent durchsetzen. Dann wird oft gesagt, ja, aber das wäre alles total unnatürlich. Und da kann man sagen, ja, das ist super unnatürlich, aber es ist halt irrelevant, denn nichts, was wir heute tun, ist natürlich. Hier ein paar Beispiele noch zum Abschluss mitgebracht. All die vermeintlich natürlichen Lebensmittel, Mais, Aubergine, Karotte, Banane, das sind alles selektive Züchtungen. Man sieht jeweils darüber, wie die eigentlich natürlich ausgesehen haben. Das wollte keiner essen, manches davon konnte auch keiner essen. Und nur durch selektive kulturelle Veränderung haben wir die Art von Pflanzen erhalten, die wir heute als vermeintlich natürlich ansehen. Und wir sehen also, mit diesem Natürlichkeitsargument kommen wir nicht sehr weit. Die Frage in Ernährungsthemen ist immer, ist es gesund oder ungesund? Ist es gut oder schlecht für die Umwelt? Ist es ethisch oder unethisch? Das interessiert uns. Wie Tierprodukte heute konsumiert und gezüchtet werden, ist alles andere als natürlich. Von daher zählt auch das Argument nicht. Und die Futtermittelanreicherung, wie gesagt, ist ja nichts anderes wie eine Supplementierung über dem Umweg des Tieres. Ich wünschte, man würde eben vegan lebende Menschen so gut Nährstoff anreichern, wie man es bei den Tieren im Futtermittel macht, denn die sind gut versorgt, weil man bei denen relativ schnell sieht, anhand von einer Unterversorgung, dass das Wachstum darunter leidet, dass die Muskelfleischqualität leidet. Das heißt, da wird genau darauf geguckt, dass die möglichst gut versorgt sind. Viele dieser Nährstoffe landen dann damit auch im Fleisch, weil das ist akkumuliert. Aber wenn wir eben das Mitteltier rausstreichen, sollten wir uns ebenfalls gut versorgen. Die Lebensmittelanreicherung wird dazu führen, dass die Zutatenlisten länger werden. Das wird einigen Verbrauchern, Verbraucherinnen übel aufstoßen, weil eine der Regeln bei vielen vermeintlichen Ernährungsfachkräften ist ja möglichst kurze Zutatenlisten, möglichst natürliche Lebensmittel, und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir damit erreichen, wenn wir anreichern. Wir sollten das aber tun und sollten uns nicht von der Länge der Zutatenliste verunsichern lassen, denn wenn man anhand des Beispiels hier sieht, kryptische Namen, Farbstoffe, Süßungsmittel, Konservierungsstoffe finden wir natürlich in einer ganzen Reihe an Lebensmitteln. Man sieht hier die Zutatenliste der Blaubeere. Und wenn wir die Blaubeere eben sozusagen neu zusammenbauen würden, wie wir es ja beim Fleischersatz machen, wenn wir aus Erbse oder Ackerbohne plötzlich ein Stück Fleisch machen, dann müssen wir natürlich alle Stoffe angeben, die wir zum Bauen verwenden, und dann wird die Zutatenliste lang. Aber das macht es nicht ungesünder deswegen. Es gibt halt gute und schlechte Lebensmittelzusatzstoffe, es gibt gute und schlechte Aromastoffe und Süßungsmittel, und wir sollten eben jene wählen, die besser sind. So, und ja, das führt uns zum Abschluss. Hier sieht man links die vegane Ernährungspyramide des Forschungsinstituts für pflanzliche Ernährung von Dr. Markus Keller, auf der rechten Seite die Lebensmittelpyramide von uns aus dem veganen Ernährung für Einsteiger. Die ist im Großen und Ganzen decken die sich an vielen Stellen, und man sieht bei beiden einmal die Notwendigkeit der Supplementierung. In beiden Pyramiden ist die Supplementierung ein eigener Teil, der wichtig hervorgehoben wird. Es ist zumindest B12, es ist zumindest Vitamin D in den Wintermonaten. Wie Untersuchungen zeigen, ist es aber auch noch eine ganze Reihe an weiteren Stoffen, die zumindest kritisch sind, wo man gucken muss, ob und wie man die supplementiert oder eben wie man die Nahrungsmittel anreichert. In diesem Sinne, das war meine letzte Folie. Ich übergebe mal das Wort an Dr. Markus Keller, der jetzt über die Studie selbst noch mehr spricht, denn darum geht es ja eigentlich. Ich wollte mit dem Teil nur ein bisschen vorab aufzeigen, warum es uns so ein großes Anliegen ist, dass wir zum einen Nahrungsergänzungsmittel kreieren, die gut sind, weil sie im Moment einfach notwendig sind. Auf der anderen Seite aber auch sicherstellen, dass die gut erforscht sind, dass wir all die Dinge, die wir jetzt aus der Literatur entnommen haben, auch nochmal prüfen können, indem das Team von Dr. Keller das überprüft und untersucht. Und wir hoffen auf rege Beteiligung von euch, die sicherstellen, dass diese Studie eben entsprechend gut durchgeführt wird. Genau, in diesem Sinne mache ich mich einmal hier stumm und höre auf, mein Bildschirm freizugeben. Vielen Dank, und Markus, bitte gerne von deiner Seite aus weiter.
Danke, Nico und auch Benjamin für die Einführung und den Start. Dann würde ich auch sagen, wir machen direkt weiter. Ich glaube, jetzt muss ich deinen Screen zumachen. Das ist jetzt passiert. Und ich zeige mal, was ich mitgebracht habe. Es wird ein bisschen kürzer sein, aber dafür haben wir dann auch Zeit für die Fragen. So, jetzt nochmal kurz die Frage. Seht ihr die Präsentation zu sehen? Vollbild. Und ich bin auch gut zu hören. Wunderbar. Wunderbar. Dann starten wir doch. Ich mache jetzt mal mich hier ein bisschen kleiner, das Bildchen. Und werde jetzt über die Multivec-Studie ein bisschen was erzählen. Worum geht es da? Was wollen wir untersuchen? Und wie läuft das Ganze ab? Nico hat ja zu den Nährstoffen jetzt einiges erzählt. Und hier geht es jetzt wirklich um das Thema kritische Nährstoffe. Kritisch heißt erst einmal, dass die Zufuhr dieser Nährstoffe häufiger unter den Referenzwerten liegt. Das sind zum Beispiel die Referenzwerte der sogenannten Dachgesellschaften, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft für Ernährung und die Schweizer Gesellschaft für Ernährung. Und an diesen Referenzwerten orientiert man sich. Die müssen wir nicht jeden Tag in jedem Fall erreichen. Aber gedacht ist es, dass wir sie etwa im 14-Tages-Rhythmus, man isst ja mal mehr, mal weniger, man hat mal eine höhere Zufuhr von einem Nährstoff, mal weniger, dass wir dann im Bereich dieser Zufuhr oder korrekt sind es Referenzwerte liegen. Bei veganer Ernährung, auch das habt ihr eben ja schon entnehmen können, es gibt verschiedene kritische Nährstoffe, die wir dort entweder wirklich ergänzen sollten, das ist ganz klar Vitamin B12 und andere, wo eine Ergänzung sinnvoll ist und das sind zum Beispiel die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Diese kritischen Nährstoffe sind jetzt eben nicht speziell nur für vegan lebende Menschen sozusagen von Relevanz, sondern es kann bei jeder Ernährungsform dazu kommen. Wenn wir hier mal kurz reingucken, omnivore, vegetarische, vegane Ernährung, das sind die Lebensmittel, die gemieden werden. Also omnivor eigentlich keine, aber wir wissen ja auch, dass viele Mischköstler und Mischköstler manche Dinge ja auch überhaupt nicht essen. Zum Beispiel Salat, das gibt es ja schon mal, dass das eben da gar nicht vorkommt. Und insofern ist das nicht ganz korrekt mit keiner. Aber rein vom Terminus, von der Einteilung würde man sagen, hier wird alles gegessen, hier werden eben keine tierischen Produkte für die Tiere getötet werden gegessen und bei der veganen Ernährung fallen alle tierischen Lebensmittel weg. Entsprechend fallen bestimmte Nährstofflieferanten weg und wir haben als kritische Nährstoffe diese Listen auf der rechten Seite, Vitamin D und Jod, das haben wir eben schon gehört, das betrifft alle drei, denn das ist relativ, vor allem bei Vitamin D, unabhängig von der Ernährung. Bei Jod kommt es ganz platt gesagt darauf an, wie viel Fisch oder Algen wird gegessen. Und das ist auch bei Mischköstlern, ist es ja oft so, dass sie wenig Fisch essen. Und dann ist Jod meistens eben auch nicht so optimal. Kalzium kann man durchaus auch als kritischen Nährstoff im Prinzip bei allen drei Ernährungsgruppen nennen, denn auch da werden die Referenzwerte häufig nicht erreicht. In Deutschland etwa von der Hälfte der Erwachsenen, sie liegen unter den 1000 Milligramm pro Tag, schaffen es also nicht. Und wir wissen das aus eigenen Studien wie der Veggie-Use-Studie, da ging es zwar um Kinder und Jugendliche, aber dennoch aus diesen drei Ernährungsgruppen, und da war Calcium ebenfalls in allen drei Ernährungsgruppen kritisch, im Sinne von die Zufuhr durchschnittlich lag unter den Referenzwerten. Dann haben wir Eisen, das ist vor allem ein Frauenthema. Hier steht es bei Mädchen und Frauen, bei Männern selten ein Problem. Wenn das aber kombiniert wird mit vegetarischer oder veganer Ernährung, hier kommt eben diese schlechtere Bioverfügbarkeit des pflanzlichen Eisens hinzu. Deswegen zählt man Eisen prinzipiell bei einer pflanzenbasierten oder rein pflanzlichen Ernährung auch zu den kritischen Nährstoffen. Dann haben wir noch Zink, das ist eher bei vegetarischen, vegan der Fall. Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren bei diesen beiden Gruppen. Das Vitamin B12 bei der veganen Ernährung, wobei wir es inzwischen auch durchaus hier bei der vegetarischen Ernährung
als kritisch listen, weil wir auch gesehen haben, auch aus vielen, oder nicht aus vielen, aber aus den vorliegenden Studien, dass auch viele Vegetarier und Vegetarierinnen hier nicht optimal versorgt sind. Dann hätten wir noch das Vitamin B2. Das ist häufiger mal bei veganer Ernährung, denn auch da sind Milchprodukte eine Hauptquelle in Deutschland. Bei veganer Ernährung eher ein bisschen niedriger. In anderen Untersuchungen gibt es keine Unterschiede zu den anderen Gruppen. Dennoch ist es hier erstmal als kritisch mitgelistet. Das Protein könnte man eigentlich ein bisschen in Klammern setzen, denn üblicherweise ist das bei veganer Ernährung nicht unbedingt ein Problem. Aber es gibt spezielle Gruppen, und das sind jetzt häufiger mal junge Frauen, die vegan sich ernähren, vielleicht auch noch nicht so lange das tun. Da kann auch die Proteinzufuhr oft auch niedriger sein, als es empfohlen wird. Theoretisch und prinzipiell, auch in der Praxis, ist es kein Problem, aber es kommt eben schon häufiger mal vor in diesen Ernährungsgruppen. Und dann hätten wir noch das Selen. Auch das könnte man prinzipiell bei den anderen beiden, bei vegetarischen Omnivore, durchaus auch nennen. Bei Omnivore habe ich ja nicht so viele Quellen, nämlich Innereien und ein bisschen Fleisch. Die pflanzlichen Lebensmittel fallen da fast komplett weg. Bekannt sicher den meisten hier auch sind die Paranüsse, aber da schwanken eben die Selengehalte. Und aus den Studien sieht man eben schon, dass vor allem Veganer und Veganerinnen, aber auch die, die vegetarisch leben, schon etwas schlechter versorgt sind mit Selen als die bei einer omnivoren Ernährung. In Finnland mag das anders sein. Nico hat das berichtet, denn da werden eben die Böden mit Selen auch gedüngt und entsprechend angereichert. So, also das sind erstmal die Nährstoffe, um die es geht. Jetzt gibt es viele Multi- oder Einzelnährstoffpräparate, speziell für Veganer und Veganerinnen auf dem Markt. Was aber üblicherweise fehlt, ist wirklich, dass man die Wirksamkeit und indirekt damit oder auch direkt die Bioverfügbarkeit der enthaltenen Nährstoffe untersucht hat. Denn das Zusammenstellen ist das eine, aber passt die Dosierung, gibt es Wechselwirkungen, gibt es andere Dinge, die man beachten muss, das ist bisher eben nicht untersucht. Und dazu ist Watson an uns ja herangetreten, dass wir eben hier mal zusammen eine Studie durchführen. Und die Hauptfragestellung, es gibt natürlich ganz viele Unterfragestellungen, aber die Hauptfragestellung ist, wie wirkt sich die 16-wöchige tägliche Verwendung eines Multinährstoffpräparats der Firma Watson Nutrition auf den Nährstoffstatus von Veganerinnen und Veganern aus. 16 Wochen, das ist dann auch schon eine wichtige Information, solange würde die sogenannte Interventionsphase gehen, also solange würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Präparat, oder es sind streng genommen verschiedene Präparate, weil nicht alle Nährstoffe in einem drin sind, aber insgesamt über 16 Wochen eben jeden Tag diese Produkte verwenden, um dann zu sehen, wie wirkt sich das. Nährstoffstatus heißt vor allem Blut, aber auch Urinwerte aus. Es ist ein Multipräparat, das heißt, es sind viele Nährstoffe, die wir uns angucken, die wir auch alle untersuchen. Aber wir haben so ein paar Schwerpunkte uns überlegt und die seht ihr mal hier. Und vielleicht auch ein paar, die gar nicht so häufig untersucht werden. Vitamin B12, das ist erstmal ein Must-Have sozusagen bei veganer Ernährung. Natürlich untersuchen wir das. Dennoch, es fehlen auch hier viele Studien zur Supplementierung von Vitamin B12 bei veganer Ernährung. Es gibt keine verbindlichen, einheitlichen Empfehlungen, welche Dosierungen sind denn sinnvoll, richtig. Das kann man nur schlussfolgern. In diesem Präparat gibt es eben eine bestimmte Dosierung, die auch in einem aus wissenschaftlicher Sicht vermutlich guten Bereich liegt. Aber wir wissen es nicht genau, ne? Und deswegen auch tatsächlich ist das ein Fokus der Untersuchung. Dann, was überhaupt nicht so auf dem Schirm ist, ist tatsächlich Vitamin A. Wir wissen ja, dass, oder die meisten wissen das sicher, es gibt ja die Vorstufen Pro-Vitamin A, Beta-Carotin, andere Carotinoide, aber das ist was anderes als das fertige Vitamin A. Wir bauen das Vitamin A selber aus Beta-Carotin, aus anderen Carotinoiden, aber das können wir alle nicht gleich, sondern das ist von Enzymen abhängig und wir wandeln das unterschiedlich um. Und es könnte theoretisch sein, dass manche Veganer und Veganerinnen, obwohl sie viel
karotinhaltiges Gemüse essen oder Obst essen, gar nicht so gut mit Vitamin A versorgt sind. Und hier wollen wir jetzt eben tatsächlich mal ein fertiges Vitamin A untersuchen und eben auch schauen, wie wirkt sich es eben aus, bevor es genommen wird, das Präparat. Wir haben ja eine sogenannte Baseline zu Beginn der Studie. Und wie wirkt sich das dann im Vergleich aus auch der beiden Gruppen, die ich gleich vorstelle, am Ende der Studie? Haben die, die das fertige Vitamin A nehmen, vielleicht einen Vorteil oder nicht? Dann haben wir das Selen, da haben wir jetzt einige schon zugesagt, und nochmal die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Das ist so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht der Fokus, da haben wir auch viel Neues dabei, denn ich hatte das gesagt, also auch bei Vitamin B12, es fehlen uns wirklich viele Informationen aus Studien. Die Studie wird folgendermaßen ablaufen. Vom Design her ist es eine sogenannte RCT, also eine Randomized Controlled Trial, eine randomisierte und placebo-kontrollierte Studie, die dann auch noch zweifach verblindet ist. Das heißt einmal, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben nicht wissen dürfen, ob sie das echte Präparat oder ein Placebo bekommen, die natürlich genauso aussehen, genauso schmecken, aber eben nicht die Nährstoffe enthalten. Und auch diejenigen, die die Präparate ausgeben und auch die Daten auswerten bei uns, wissen nicht, ist der Teilnehmer, die Teilnehmerin, bekommt, hat er oder sie das echte Präparat oder das Placebo bekommen. Das wird erst ganz am Schluss dann aufgelöst, dass es hier eben möglichst wenig Beeinflussungen gibt bei sowohl den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch bei der Auswertung. Es gibt zwei Untersuchungszeitpunkte, einmal U1 zu Beginn der Studie, also bevor es das Präparat gibt, und nach 16 Wochen U2, wo eben nochmal wiederum Untersuchungen stattfinden. Und das Ganze, weil vorhin auch schon die Frage kam, ob man denn ob man aus der Schweiz auch teilnehmen kann, selbstverständlich. Das Studienzentrum befindet sich aber in Bad Homburg. Also man sieht hier sehr gut auch von Zürich erreichbar, auch von Prag und von Amsterdam. Liegt ziemlich in der Mitte, aber es sind natürlich ein paar Kilometer, die man da überbrücken müsste. Insofern ist das überhaupt nicht an irgendeinen Wohnort gebunden. Aber wer teilnimmt, muss dann eben zu bestimmten Zeitpunkten, also zweimal morgens in das Studienzentrum kommen. Aber wir haben das aus anderen Studien auch schon gehabt. Leute sind dann tatsächlich am Vorabend angereist, haben bei Freunden, Freundinnen übernachtet und sind dann morgens ins Studienzentrum gekommen, weil sie einfach Lust gehabt haben, da mitzumachen. Also insofern sind alle eingeladen, egal wo sie wohnen. Ja, so zwei Eindrücke aus dem Studienzentrum, finde ich, sieht ganz nett aus. Und da wird dann eben, werden wir die, da sind noch mehr Räume, ne? Aber ich habe jetzt hier mal so zwei sehr schöne, haben wir hier mit reingenommen. Und es werden eben vor allem einmal Körpergröße, Gewicht gemessen, wenn die Teilnehmerinnen dann dort eintreffen. Und ganz wichtig, Kern unserer Studie ist natürlich, dass wir Blut untersuchen. Das heißt, wir nehmen eine nüchtern Blutprobe, um diese ganzen Blutwerte zu untersuchen. Und es wird eine Urinprobe abgegeben, wenn man dann vor Ort ist, weil wir dort eben zum Beispiel auch das Jod bestimmen wollen. Zusätzlich führen dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein 3-Tage-Wiegeverzehrsprotokoll. Das heißt, es wird 3 Tage lang genau aufgeschrieben, an 3 folgenden Tagen üblicherweise, was habe ich wann in welchen Mengen gegessen. Das heißt, das muss wirklich gewogen werden mit einer Haushaltswaage, die die meisten ja zu Hause haben, und dann eben dokumentiert werden, auch was getrunken wird natürlich. Das Ganze machen wir 3-mal. Einmal vor der Studie oder zu Beginn, bevor eben das Nährstoffpräparat dazu kommt, dann nochmal in der Mitte der Studie und dann am Ende der Studie, weil wir natürlich auch den Verzehr der Lebensmittel erfassen wollen und auch die Nährstoffzufuhr über die Lebensmittel, weil die kommt ja dazu oder sollte ja immer den Hauptteil der Versorgung bilden und die Nahrungsergänzungsmittel sollen die Nahrung ja ergänzen. Ja, zusätzlich gibt es noch mal ein paar Erinnerungsanrufe, randomisiert sozusagen, um einfach noch mal dran zu erinnern. Habt ihr die Präparate genommen? Denkt ihr daran, das kann ja auch mal passieren, dass das vielleicht untergeht. Sollte möglichst nicht, aber so ist das Leben. Deswegen werden wir da einfach zwischendurch mal dran erinnern. Aber jetzt nicht wirklich jeden Tag, ganz wichtig.
Ja, die Rekrutierung hat begonnen. Also ich glaube, offiziell letzte Woche, als wir jetzt auch den Termin festgemacht haben, in unserem Newsletter hatten wir jetzt schon am Sonntag, letzten Sonntag darauf hingewiesen. Und man kann sich eben jetzt eintragen. Wichtig, bevor ihr da loslegt und auf den Link geht, es gibt Ein- und Ausschlusskriterien. Die wichtigsten habe ich hier mal zusammengestellt. Die vegane Ernährung müsste mindestens seit einem Jahr durchgeführt werden. Das wäre eine Bedingung. Und Mindestalter sind 18 Jahre, nach oben haben wir keine Grenze. Wir schließen bestimmte Dinge aus, also zum Beispiel das Rauchen, weil sich das eben auf den Nährstoffbedarf bei manchen Vitaminen vor allem auswirkt. Deswegen haben wir Rauchen als Ausschlusskriterium. Schwangerschaft und Stillzeit genauso, das ist ein Sonderthema. Das können wir nicht mischen mit Menschen oder auch Frauen, die jetzt nicht schwanger sind oder nicht stillen. Deswegen ist das leider in dem Fall auch ausgeschlossen. Da gibt es aber immer wieder mal andere Studien. Wer einen diagnostizierten Vitamin- oder Mineralstoffmangel hat, dürfte auch nicht teilnehmen. Chronische Medikamentennahme ist ausgeschlossen. Es gibt ein paar Ausnahmen, Kontrazeptiva, aber auch einzelne andere Dinge. Das fragen wir dann aber ab und nehmen das auch mit rein, entscheiden dann gegebenenfalls, ob das ein Problem wäre in Bezug auf die Auswertung oder ob man dann trotzdem mitmachen kann. Und dann geht es natürlich darum, dass diejenigen, die teilnehmen, bestimmte Nährstoffe oder die wir untersuchen, nicht in hohen Dosierungen bisher schon regelmäßig einnehmen dürfen. Also wer jetzt täglich ein hochdosiertes Vitamin B12-Präparat nehmen würde, der könnte nicht mitmachen, weil das natürlich komplett das neue Präparat oder die Dosierung des neuen Präparats beeinflussen würde und die Werte dann eben wenig aussagekräftig sind. Aber auch das müssen wir jetzt nicht im Detail oder habe ich jetzt nicht im Detail aufgeschrieben, sondern das wird quasi im Rekrutierungsfragebogen online abgefragt. Da kann man dann anklicken, nehme ich das, in welchen Mengen, Und dann, wenn ich dann weiterkomme, dann passt das. Wenn das zu hoch sein sollte, dann kommt eben die Meldung, dass ich dann leider nicht mitmachen kann. Den Link zum Rekrutierungsfragebogen, ich glaube, der wurde schon mindestens einmal in den Chat geschrieben. Das macht der Tim jetzt aber sicher gleich nochmal. Tim ist übrigens Tim Ritzheim, unser Mitarbeiter, der seine Doktorarbeit in dieser Studie machen wird und eben auch maßgeblich dann die Durchführung, also im Studienzentrum sein wird. Aber da sind dann natürlich auch noch ein paar andere Mitarbeiterinnen von uns und auch medizinisches Personal, die dann vor Ort sind. Aber er ist vor allem verantwortlich für die Durchführung. Also einmal im Chat gleich nochmal oder auf unserer Seite ifpe-gießen.de gibt es dann auch den Link nochmal. Und dann kann man einfach den Rekrutierungsfragebogen ausfüllen und schon mal schauen, ob man da mitmachen kann. Zu dem ersten Untersuchungstermin, da sagt Tim gleich noch was dazu, weil ich bin dann eigentlich schon erstmal am Ende und möchte alle motivieren, die Lust haben, daran teilzunehmen, sich da einzutragen. Und hier nochmal, wie immer, ein kleiner Hinweis auf die Fachliteratur dazu, ganz rechts vielleicht nochmal unser neues Buch, das ist jetzt gerade im 1. April erschienen, richtet sich tatsächlich gar nicht so sehr an Veganer und Veganerinnen, weil das eher andere motivieren möchte, in diese Richtung zu gehen und immer pflanzenbasierter zu werden, aber ihr kennt ja sicher auch Leute, die da noch auf dem Wege sind und dann ist sowas ein bisschen popularwissenschaftlich vielleicht auch mal eine Idee, darauf hinzuweisen. Ja, damit bin ich am Ende. Los geht's sozusagen. Ich mache mal meine Präsentation zu und vielleicht kann Tim noch mal kurz die ersten beiden Untersuchungstermine oder zwei Wochenenden sind es ja im Oktober nennen. Da wären also die ersten Möglichkeiten. Zu den Zeitpunkten sollte man dann auch jetzt eben Zeit haben und oder zumindest an einem der Termine, sonst wäre es jetzt schwierig. Ja, das wurde auch schon gefragt und das hatten wir auch in der Q&A nochmal schriftlich beantwortet und es wird auch, okay. Vielleicht kriegen wir es auch noch hin, dass wir es in den Chat posten, das ist ja immer so Q&A und Chat, gerade noch so ein Ding im Hintergrund. Das ist einmal im Oktober, nämlich der 8. beziehungsweise 9.10.2022 und dann eben 16 Wochen später im Januar nächsten Jahres, 2023, der 28. oder 29.01. Und wir haben noch einen Ausweichtermin im Oktober, ein Wochenende, 15.
Und 16.10.2022 und dann 16 Wochen später, 4. und 5. Februar 2023. Also da kann man immer schauen, ja, ob man an beiden Wochenenden Zeit hätte oder an einem und das im Rekrutierungsfragebogen auch so hinterlegen. Und wir würden dann die Termine so legen, dass möglichst viele auch zeitlich und örtlich dann vor Ort sein können und dass es für die meisten passt. Cool, dann schönen Abend noch und wenn Fragen sind, ich meine, es sind ja eh Kontaktdaten hinterlegt, schreibt es gerne dem IFBE oder dem Benjamin und dann in diesem Sinne. Wunderbar. Den Link eben zur Anmeldung findet man auch bei uns auf der Homepage nochmal. Und ja, dann alles Gute und einen wunderschönen Abend noch. Ciao. Ciao. Tschüss.